Epilog. Der Hauch von Mut. Granger, begrüßte er sie, und er musste seine blasierte Miene nicht einmal verziehen, um ihr zu zeigen, wie wenig erfreut er über ihr Hiersein war. Während er sich kurz abwandte, so als suche er in der Leere der Halle so etwas wie Hilfe, verbesserte er sich. Schneidend und kalt fügte er unfassbar leise »Entschuldige bitte, ich meinte natürlich Weasley« hinzu. »Nein«, als er sprach, fiel ihr auf, dass er nicht nach Hilfe gesucht hatte. Er hatte sich vergewissert, dass sie alleine waren und dass keine ungewollten Zeugen diese Szene sahen. Doch sie hatte sich mehrfach versichert, dass sie ihn heute alleine hier antreffen würde. Hatte so manche Gefälligkeit dafür einlösen müssen, dass das eine oder andere große Tier die restlichen Malfoys heute aus dem Manor locken würden. Sie waren also allein und somit mehr oder weniger in Sicherheit. Nicht, dass das vermochte, den düsteren Ausdruck in seinen Augen verschwinden zu lassen. Allerdings war sie genau darauf vorbereitet. Alles andere hätte sie demnach mehr verwirrt, als es das hier tat. »Malfoy«, sagte sie also ebenso tonlos, wie er es zuvor getan hatte. Nicht aber, ohne sich, ohne ein Wort des Widerspruchs abwartend, an ihm vorbei in die Halle zu schieben. Sie hatte Himmel und Hölle in Bewegung setzen müssen, um heute hier sein zu können, und letzten Endes war es eine der Hauselfen gewesen, die dieses Treffen möglich gemacht hatte. »Was zur Hölle tust du hier? Und was zur Hölle soll das hier werden?« folgte seine Stimme ihr schneidend durch die Halle, durch die sie mit klackernden Schuhen schritt. So viel hatte sich verändert, seitdem sie zuletzt hier gewesen war. Astorias Einfluss und Stil schienen überall an diesen einst so kalten Wänden zu hängen. Nach wie vor und trotz allem, was dieser Familie in den vergangenen Jahren heimgesucht hatte. Nichts mehr war, wie es war. Allerdings auf eine gänzlich andere Art und Weise, wie der Succubus es ihnen prophezeit hatte. Sie hatte recht behalten, und dennoch hatte es letzten Endes nichts geändert und noch weniger bedeutet. Sie beide waren nach dieser Nacht wieder ihrer Wege gegangen, hatten das Erlebte abgeschüttelt und verdrängt. Jedenfalls hatte sie das getan, und sie musste nicht in sein Gesicht sehen, das deutlich und doch ansehnlich gealtert war, um zu sehen, dass es ihm ähnlich ging. Immerhin standen sie beide hier, nur wenige Meter von dem Ort entfernt, an dem alles begonnen und geendet hatte. Und dennoch kam es ihr vor, als wäre sie erst gestern hier gewesen, als hätte sie erst gestern versucht, seine toxischen Lippen zu küssen. Stattdessen war es 15 Jahre her. 15 Jahre lag diese bedeutungsschwere Nacht zurück, die ihr ganzes Leben so sehr auf den Kopf gestellt hatte, dass es dieses beinahe zerstört hätte. Beinahe, und dennoch lag hinter jedem von ihnen ein Leben, das verschiedener nicht hätte sein können. Hermione sah sich um und schluckte. »Ich bat dich um eine Konsultation.« »Mehr als einmal.« »Die ich mehr als einmal abgelehnt habe, Granger«, fiel er ihr ins Wort. Räuspernd taxierte sie ihn, ihn und sein blondes Haar, das so viel länger geworden war und das er eigentlich streng zurückgebunden trug. Soweit sie es sagen und einschätzen konnte, verstand sich. Sie sahen sich nicht äußerst oft, was in erster Linie daran lag, dass sie in gänzlich anderen Kreisen verkehrten. Die wenigen Male, in denen sie ihn gesehen hatte, hatte er es zurückgebunden getragen. Meistens hatte es sich dabei um die Male gehandelt, wenn sie ihre Kinder zum Schulbeginn zum Gleis 9¾ brachten oder diese zum Ferienbeginn von diesem abholten. So wie es vor 3 Wochen der Fall gewesen war. Damals hatte er es zurückgebunden gehabt. Heute trug er es allerdings offen und beinahe leger. Zudem sah er gut aus. Den Umständen entsprechend gut, und das verwirrte sie. Es verwirrte sie auf eine ungute Art und Weise. Also schüttelte sie es ab, bevor sie es übermannen drohte. Dennoch konnte sie die Gänsehaut nicht zurückhalten, die ihre Oberarme überzog, als sie das Biest, wie Malfoy es damals unter anderem genannt hatte, wieder einmal hinter ihren Schläfen lachen hören konnte. Glücklicherweise verbarg das hochgeschlossene Kostüm, welches sie wie so oft an diesen Tagen trug, diese vor ihm und den Blicken, die er ihr nur verstohlen zuzuwerfen wagte. Es war offensichtlich, so jämmerlich offensichtlich, wie es zugleich schmerzhaft offensichtlich war. »Ich brauche deine Hilfe, Malfoy. Oder eher...« »Ein junger Mann braucht deine Hilfe. Dir dürfte bewusst sein, dass es nicht wenige Männer gibt, die bis zur zweiten Nacht warten.« Ein bitteres Lachen. »Oh ja, das sagte man mir bereits. Vor langer Zeit. Damals sagte es mir aber auch eine Frau, die mit dieser Lage problemlos ohne meine Hilfe zurechtgekommen ist. Eine Frau, die heute offensichtlich Besseres zu tun hat, als den Auroren zu spielen und Monster zu jagen, die anderen nach den Lebensgeistern trachten.« Um seine Aussage zu unterstreichen, musterte er sie abfällig, bevor er sich schließlich gänzlich abwandte. »Verbessern Sie mich, falls ich falsch liege, Frau Ministerin.« Hermione sog schneidend etwas Luft ein und ermahnte ihn nahezu wortlos.
und der angedeutete Hauch seines Namens brachte ihn dazu, ein wenig einzulenken, den Blick zu senken und schließlich leise zu fluchen. »Grain«, er stockte und seine Miene verspannte sich. Offensichtlich war er wütend auf sich selbst, überspielte es jedoch, indem er einfach weitersprach. »Weasley, inwiefern sollte ich dir oder auch euch helfen können? Du hast das gesamte Ministerium unter dir und somit jeden verdammten Experten, den du dir vorstellen und wünschen kannst.« »Das ist mir bewusst«, sagte sie und deutete auf ihre Handtasche, die über ihrer Schulter baumelte. »Ich will aber dich.« Während sie diese Worte so unbedacht aussprach, zuckte sie wie ertappt zusammen. Natürlich hatte sie es nicht so gemeint, was sie soeben gesagt hatte. Nicht wörtlich jedenfalls. Nicht so, wie es ihr plötzlich in den Sinn kam. Nicht so, dass ihr deshalb das Blut in die Wangen schießen müsste. Dass es ihm nicht entgangen war, stand ihm ins Gesicht geschrieben, als er sie mit leicht gehobener Braue ansah. Wortlos. Klagend. Es gab einen Grund dafür, dass sie sich seit jener Nacht aus dem Weg gingen. Nichts war immerhin mehr so, wie es einmal gewesen war. Allerdings gab es kein Zurück. Nicht hier und nicht heute und auch nicht in Zukunft. Also zwang sie sich zur Fassung und sprach weiter, öffnete mit zitternden Händen ihre Tasche und zog die Akte heraus, die sie heute Nachmittag in diese gesteckt hatte. »Ich verlange nicht viel, nur dass du dir ansiehst, was wir haben, und uns dann sagst, was du davon hältst. Dann werde ich wieder verschwinden und dich nie wieder behelligen.« Er legte die Stirn in Falten und wandte sich ab. »Meine Mutter und mein Sohn könnten...« »Deine Mutter und dein Sohn sind über das Wochenende verreist und dein Vater ist bei einem Empfang der Henleys«, fiel sie ihm schneidend ins Wort. Tat seinen wütenden Blick, der einen kurzen Moment von Entsetzen überschattet wurde, mit einem Kopfschütteln ab. »Ja, ich habe das inszeniert. Zum Teil jedenfalls. Die Einladung der Henleys ist auf meinen Mist gewachsen. Das ist schäbig und daran kannst du dich für den Rest deines Lebens hochziehen, den du wohlgemerkt mir allein zu verdanken hast, weil ich mich meinem splitternackten Selbst gestellt habe, das dir beinahe das Leben aus dem Leib ge... »Ich schulde dir nichts, Granger«, zischte er, und dieses Mal verbesserte er sich nicht. »Du hast alles von mir bekommen, was ich dir in Anbetracht der Situation geben konnte. Und das umfasste ein brisantes Stück meines Stolzes. Es hat mich Jahre gekostet, wenigstens Teile davon zurückzuerlangen. Und nein, es ist mir bis heute nicht gänzlich gelungen.« Fuhr er fort und trat einige Schritte auf sie zu, blickte aus funkelnden Augen auf sie herab und fügte, »Wie kannst du es also wagen, hierher zu kommen und noch mehr zu verlangen?« hinzu. Offensichtlich sollte es bedrohlich wirken. Das tat es aber nicht. Stattdessen brachte es die Gänsehaut zurück. Nur dass diese dieses Mal auf ihrer Haut zu brennen schien. Sie wollte schlucken, konnte es aber verhindern. Also sah sie ihn fest an, die Hitze ignorierend, die augenblicklich durch ihren Körper schoss, die sich auf diese verräterische und unerträgliche Weise in ihrem Schoß sammelte und sie dazu brachte, die Beine unbemerkt etwas fester aneinander zu pressen. Wie konnte er es wagen, diese Wirkung auf sie zu haben, wollte sie zurückgeben. Natürlich tat sie das nicht, weil es, in Anbetracht der Umstände, noch schäbiger war, es auszusprechen, als es zu denken. Zudem wusste sie es besser. Ihr Spiegelbild hatte es ihr vor vielen Jahren mitten ins Gesicht gespuckt, wie Gift und Galle. Wieder hörte sie das Biest lachen. Dann blieben ihre Augen an seinen Lippen hängen. Diese elenden Lippen, die damals beinahe aus Leichtsinn und im Irrsinn des Momentes ihr Leben beendet hätten. Diese Lippen, die sie manchmal noch heute im Schlaf heimsuchten. Vor allem in den letzten Wochen, nachdem sie sich kurz und flüchtig am Gleis begegnet waren, taten sie es wieder häufiger. Ihr Blick war also auf seine Lippen fixiert, während sie die Akte aus ihrer Tasche zog und sie ihm reichte. »Bitte, gib mir nur 2 Stunden«, flüsterte sie. »Dann verschwinde ich wieder.« Leise knurrend wandte er sich wieder ab, bedachte die Akte mit einem Blick, der eigentlich eher Ungeziefern würdig war. Dann lenkte er allerdings ein, streckte die Hand nach der Akte aus und deutete ihr mit einem »Du hast 1 Stunde und keine Sekunde mehr« an ihm zu folgen. Und das tat sie. Die Stufen hinauf, die sie vor 15 Jahren ebenfalls passiert war, vollgepackt und mit Harry im Schlepptau. Den Blick auf das Zimmer, etwas weiter westlich der Treppe geheftet, kam sie am oberen Ende der Treppe an. Es war das Zimmer, in dem sie einen Großteil der Nacht miteinander verbracht hatten. Das Zimmer, in dem er eine Weile geschlafen und in dem sie eine Weile über ihn gewacht hatte, bis das Biest übernahm und ihn ihr im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Silbertablett präsentierte. Ihn und eine äußerst bevorzugte Fantasie von ihr, denn sie liebte es, oben zu sein. Und eine Weile hatte sie es geliebt, sich ausgerechnet Malfoy unter sich vorzustellen. Nach dieser Nacht hatte sie es allerdings nur noch äußerst selten getan. Dazu war sie meistens nicht mehr in der Lage gewesen. Beinahe instinktiv steuerte sie einen Moment auf das Zimmer zu,
Dann kam sie jedoch wieder zu sich und lenkte mit klackernden Absätzen ein, folgte ihm glücklicherweise unbemerkt ihres kleinen Missgeschicks in einen ihr bisher unbekannten Raum östlich der Treppe. Offensichtlich handelte es sich um eine Art Wohnraum oder auch Büro, und der lodernde Kamin sowie die Tasse Tee und das aufgeschlagene Buch, die beide auf dem Tisch vor einem Sofa lagen, sagten ihr, dass er sich hier oben aufgehalten hatte, als sie unerwartet zu ihm gestoßen war. Am Sofa angekommen, deutete er ihr an, sich auf einen der beiden Sessel zu setzen, die diesem gegenüberstanden. Sie tat, wie ihr geheißen wurde, und bejahte, als er ihr eine Tasse Tee anbot. Noch bevor sie es sich im Sessel halbwegs bequem gemacht hatte und er sich mitsamt der Akte auf das Sofa hatte fallen lassen, erschien eine weitere dampfende Tasse zwischen ihnen auf dem Tisch. Sie starrte sie einen Moment an, bevor sie zu sprechen begann. »Das mit deiner Frau tut mir sehr leid«, raunte sie. »Ich weiß«, gab er zurück, ohne von der Akte aufzusehen und somit ohne sie anzusehen. Die Braue hebend sah sie ihn an, allerdings beantwortete er die stumme Frage, die ihr auf der Zunge lag, bevor sie sie stellen konnte. »Ihr habt mir eine Karte geschickt, du und Wiesel. Oder war das vielleicht doch deine Sekretärin?« »Nein«, gab sie zurück. »Aber ich denke, das zählt nicht und...« »Danke, Weasley«, zischte er und blätterte eine Seite in der Akte um. »Ist es das, was du hören wolltest?« Nun hob er den Blick und sah sie an. »Oder ist es vielleicht doch der Grund deines Hierseins?« Mit ernster Miene ließ er die Akte fallen und deutete abfällig auf diese. »Ich bezweifle nämlich, dass du hiermit wirklich meine Hilfe brauchst.« »Ich will genau genommen eigentlich nicht deine Hilfe, sondern deine Meinung, Malfoy«, gab sie zurück. Einen Moment sah er sie an, so als hätte er sie ertappt, also senkte sie den Blick, richtete diesen so fest sie konnte auf die Schuhe, die sie in schwindelerregende Höhe trugen. Diese Schuhe, die sie noch vor 10 Jahren niemals getragen hätte, Festlichkeiten ausgeschlossen, versteht sich. »Gut«, sagte er und griff wieder nach der Akte, um sich weiter durch die Seiten zu arbeiten. »Du bekommst meine Meinung, wenn sie dir so wichtig ist. Auch wenn es lächerlich ist, denn du warst immerhin selbst dabei.« Er hob den Blick und taxierte sie. »Mehr als das, denn auch wenn ich nicht mehr weiß, was genau ich dir damals mitgegeben habe, so weiß ich dennoch auch sehr genau, dass ich dir ungemein tiefe Einblicke geliefert habe.« Der Versuch zu schlucken fiel ihr ungemein schwer, und einen Moment wand sie sich unter seinen Blick, so als würde sie unter diesem verbrennen. »Ich habe es nie gesehen«, sagte sie schließlich, und als sein Blick etwas ungemein Irritiertes annahm, fügte sie hinzu. »Ich wollte es mir ansehen, mehr als einmal, aber ich konnte es nicht.« Eine Tatsache. Sie hätte noch weitaus mehr zertrümmert als das, was bereits zertrümmert war. Ein bitteres Lachen huschte über seine Lippen. »Du konntest es nicht«, schien er sie spöttisch zu wiederholen, schien das Thema allerdings nicht vertiefen zu wollen, denn er blieb an einem von ihrem markierten Absatz hängen. »Was genau bedeutet das? Es ist unklar, ob es sich wirklich um einen Zuckerbass handelt.« Dankbar lehnte sie sich vor und ließ sich vom Themenwechsel leiten. »Genau das, und das ist auch der Grund meines Hierseins. Wir haben Grund zur Annahme, dass es sich nicht um einen Zuckerbass handelt.« »Sondern?« fragte er. Hermione zuckte mit den Schultern. »Das gilt es herauszufinden. Ein Hirngespinst oder doch ein anderes Mischwesen. Und ja, das wird schwer werden. Verdammt schwer. Weshalb deine Meinung uns...« »Ich verstehe«, brachte er ihren Redefluss zum Stillstand und las sich weiter die Notizen durch, die einige Auroren angefertigt hatten. »Vieles klingt schlüssig. Es zeigt viele Parallelen auf zu dem, was ich damals erlebt habe. Zu meiner Geschichte«, bestätigte er ihre Vermutung. »Aber dir dürfte klar sein, dass es kein Zufall sein muss. Du hast meine Geschichte immerhin bis ins kleinste Detail niedergeschrieben und veröffentlicht.« »Als Fachlektüre und natürlich ohne deinen Namen zu nennen«, warf sie ein, und er funkelte sie herablassend an, obwohl sie beide wussten, dass nahezu niemand wusste, um wen es sich bei dem Opfer handelte. Wenige Ausnahmen bestätigten selbstverständlich die Regel, aber diese waren entweder vertrauenswürdig wie Harry, nicht erpicht darauf, Malfoy zu entlarven wie seine Eltern, oder aber mit einem speziellen Bann zum Stillschweigen gezwungen. Als er allerdings nicht weiter oder widersprach, tat sie genau das. »Und genau darum geht es. Ich möchte wissen, was du von dieser Geschichte hältst, als direkter Betroffener.« Ein Schluck Tee und ein weiterer herablassender Blick, der ihr sagte, dass er ihr wenigstens teilweise kein einziges Wort glaubte, dann blickte er wieder hinab auf die Akte, blätterte vor und zurück und warf hier und da etwas ein, was ihre These bestätigte. Nämlich die, dass Malfoys Geschichte und die des Jungen, um es so zu sagen, sich ein wenig zu ähnlich waren. Auch im aktuellen Fall war der Zuckerbass nämlich außerordentlich prägnant gewesen,
hatte heimliche und verbotene Gelüste für sich und seine Sache genutzt, von beiden Seiten, also sowohl aus der Warte vom Opfer, das Malfoy darstellte, oder auch von der Auroren, bei der es sich um sie handelte. »Eine Frage, Granger«, schien er ihre Gedanken lesen zu können. »Weiß Weasley eigentlich, dass du die Auroren bist?« Er sah sie an, und da lag etwas ungewohnt Feixendes in seinem Blick, etwas, das sie lange nicht in seinem Blick gesehen hatte. Verdammt lange. »Nein, natürlich weiß er das nicht.« Ein leises und ungewohnt belustigtes Lachen. »Und was hast du ihm erzählt?« »Dasselbe, was ich auch der Rest der Welt erzählt habe. Eine befreundete Aurorin aus den Staaten, die ihre Geschichte natürlich nicht erzählen konnte, ohne sich bloßzustellen, und die sie mir aus diesem Grund für einen kleinen Obolus mir überließ.« Ein weiteres Lachen. »Und das hat er dir geglaubt?« Hermione funkelte den überheblichen Blonden wütend an. »Ich verstehe. Das hat er. Das hätte ich natürlich wissen müssen. Reden wir immerhin von keinem Geringeren als Weasley.« Er sah sie einen Moment forschend an und raunte dann, »Wie der Rest seiner kläglichen Familie, vermute ich. Aber was ist mit Potter?« »Was ist mit deinen Eltern, Malfoy? Mochten die meine Abhandlung? Wussten die, um wen es sich bei der Auroren und dem Opfer handelte?« schoss sie zurück. Denn was Harry dachte oder wusste, das spielte immerhin keine Rolle. Nicht mehr jedenfalls, und für ihn erst recht nicht. »Touché«, flüsterte er und schien somit mehr oder weniger zuzustimmen. Ohne sie eines weiteren Blickes zu würdigen, konzentrierte er sich nämlich auf die Akte, die sich in seinen Händen befand. Mehr als die Hälfte der Akte, letztendlich doch mehr als eine Stunde und jeweils 2 Tassen Tee später, las er schweigend, und sie sah überwiegend ihre Schuhe, einige der Buchrücken in den Regalen oder ein paar Gemälde an der Wand an. In erster Linie tat sie dies, weil sie ihn nicht ansehen wollte. Dabei fiel ihr nämlich auf, wie überaus gut er aussah, wenn er las. Zugegeben war ihr das bereits während der Schulzeit aufgefallen. Eine Zeit lang war es im 3. Schuljahr besonders schlimm gewesen. Dann hatte es sich aber wieder verflüchtigt, überwiegend der unausstehlichen Art wegen, wie er mit ihr umgegangen war. Vor allem aus diesem Grund hatte ihr der Gedanke gefallen, ihm die Überheblichkeit im wahrsten Sinne des Wortes auszutreiben, etwa indem sie ihn an seiner elenden grün-silbernen Krawatte festband, bis ihm die Großkotzigkeit aus dem elenden Gesicht fiel. Und aus dieser irrwitzigen Idee, die ihren Beginn im 4. Schuljahr fand und zu Beginn eher wenig Sexuelles hatte, entwickelte sich irgendwann mehr. Sie wurde eine immer wiederkehrende und von ihr gut verdrängte Fantasie, die ihr auch Jahre später noch hin und wieder in den entscheidenden Momenten vor Augen gekommen war, auch wenn es am Ende schon lange nicht mehr um Malfoy ging. Nicht nur und auch nicht immer, aber doch manchmal. Bis zu dieser einen Nacht. Malfoy räusperte sich und sah sie an. Und schon anhand des Ausdrucks auf seinem Gesicht sah sie, dass er die entscheidende Stelle erreicht hatte. »Der Junge ist tot, Granger«, sagte er, wieder einmal ignorierend, dass sie eigentlich bereits seit vielen Jahren eine glückliche verheiratete Frau war. Eigentlich verheiratet war sie. Noch. Glücklich war sie nicht. Nicht mehr jedenfalls. Aber das war eine andere Geschichte. Das war nicht der Grund für ihr Hiersein. »Wie genau soll ich dir hierbei bitte noch hilfreich sein?« brachte er es auf den Punkt, und sie schluckte, nickte und lehnte sich zurück. »Wir, das bedeutet das Ministerium und die magische Justiz, vermuten, dass der Junge auf magische Weise ermordet wurde, und wir vermuten, dass der oder die Mörder meine Abhandlung und unsere Geschichte dazu verwenden, um es zu vertuschen, um es so aussehen zu lassen, als wäre er durch einen Zuckerbus gestorben, weil seine Aurore nicht unvoreingenommen war.« Er sah sie an, einen endlos langen Augenblick, während ihm ihre soeben gesagten Worte in den Kopf zu steigen schienen. Sie sah ihm regelrecht an, wann sie begonnen, Sinn zu ergeben, wann er verstand. »Und was nun? Was wollen sie von dir und mir?« »Unsere Meinung hören«, flüsterte sie. »Gut, hiermit hast du sie. Mehr wirst du allerdings nicht bekommen«, zischte er. Mit abwehrend gehobenen Händen lehnte sie sich zurück. »In Ordnung. Niemand zwingt dich dazu, mehr zu tun oder zu sagen, Malfoy, aber ich dachte, vielleicht...« »Was? Dass das noch etwas ändert, Granger? Der Junge ist tot, und selbst wenn wir uns vor ihnen bis auf die letzte Faser unseres Körpers entblößen, beweist das nicht die Schuld oder Unschuld eines anderen. Sie haben dich und deine Notizen. Das ist mehr als genug. Mehr als Dritte wissen dürften. Und das ist dir ebenso bewusst wie mir«, sagte er, klappte die Akte zu und warf sie auf den Tisch. »Also, ich frag dich erneut, warum genau bist du hier?« Er sah sie an,
forschend, taxierend, so als würde er bis in ihr Inneres blicken. Weil diese Sache alte Erinnerungen geweckt hat? Oder weil sie nur eine so verdammt gute Entschuldigung war, endlich dem Drang nachzugeben, wieder hierher zu kommen und deine Neugierde zu stillen? Weil es, wie die Gerüchte behaupten, nicht mehr gut mit Weasley läuft? Oder doch, weil du mich vor 3 Wochen am Zug gesehen hast? Sie sagte nichts, denn sie wusste selbst nicht wirklich, warum sie hier war. Sie war hier, weil sie hatte herkommen wollen. Das wollte sie aber nicht erst seit gestern und auch nicht seit einigen Wochen. Das wollte sie seit 15 vermaledeiten Jahren. Bisher hatte sie jedoch nie den Mut dafür gefunden. Warum auch immer, fuhr er schließlich fort. Welche Rolle spielt das noch, Granger? Es ist vorbei. Das habe ich dir vor 15 Jahren gesagt und das sage ich dir auch noch einmal heute. Es ist vorbei. Astorias Tod ändert nichts, Granger. Dieser Fall ändert nichts und dass du plötzlich an dir und deiner Ehe zweifelst, das ändert erst recht nichts. Mit diesen Worten schob er ihr die Akte über den Tisch hinweg zu, blickte mit schmal gezogenen Lippen auf den Tisch hinab und sie richtete sich auf und nahm diese entgegen. »Du hast recht, Malfoy. Ich weiß nicht so recht, warum ich hier bin. Ich denke, es ist ein wenig von allem, gemischt mit einem Funken Mut, der mich überkam und schließlich der Zugzwang, als ich tatsächlich alles ins Rollen gebracht habe und nicht mehr zurück konnte.« Sie richtete sich auf und sah ihn an, strich sich gedankenverloren durch das Haar, das sie wie so oft in diesen Tagen streng zurückgebunden hatte. Nicht einfach so jedenfalls. Ein leises, beinahe unbekümmert heiteres Lachen. Für eine Sekunde lang überrollte es sie. Für eine Sekunde lang fühlte es sich so an wie damals. »Ich wollte dich sehen«, sagte sie also, als der Mut sie erneut überkam. »Nur für eine Sekunde lang«, vermutete sie. Also sprach sie unbeirrt weiter, so als handelte es sich um eine der vielen Reden, die man heutzutage für sie vorbereitete. »Ich wollte dich sehen, um zu sehen, ob ich immer noch dasselbe fühle wie damals.« Malfoy hob den Blick und sah sie forschend an, sagte nichts, doch sie wusste auch so, was er ihr ohne Worte sagen wollte. »Ich weiß nach wie vor nicht, was ich damals gefühlt habe und was ich heute fühle, nicht immer, aber manchmal, da ahne ich es. Ich denke, ich wollte und will der Sache einfach nur auf den Grund gehen, will sehen, wohin es führen könnte, auch wenn es eine Sackgasse des Chaos sein sollte.« Hermione stockte und senkte den Blick, als ihr bewusst wurde, dass sie sich im Kopf und Kragen redete. »Du warst so anders«, sprach sie dann aber doch, »so unendlich anders, als ich es gewohnt war, und ich mochte es, wie du damals warst. Ich möchte, dass du das weißt. Und ich möchte hinzufügen, dass ich nicht an mir und meiner Ehe zweifle. Es ist noch nicht offiziell, aber ich habe vor 6 Monaten die Scheidung eingereicht und wir befinden uns bereits im Trennungsjahr.« Beendete sie ihren Monolog und sah ihn an. Er sah überrascht aus. »Das hat also nichts mit alledem zu tun, was natürlich nichts bedeutet und noch weniger ändert. Du hast also recht. Also, ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir eine gute Nacht und alles Gute.« Wieder klackerten ihre Absätze, dieses Mal jedoch schneller als zuvor, als sie regelrecht die Stufen hinab und durch die große Eingangshalle in Richtung des Ausgangs floh. Das alles so schnell wie nur irgendwie möglich hinter sich lassend und all die lächerlichen Nächte im Sinn, in denen sie sich genau eine solche Szene ausgemalt und vorgestellt hatte, in denen sie sich gefragt hatte, ob es ihm genauso ging wie ihr, ob er sie und diese Nacht und all diese Dinge, die das Biest gesagt hatte, vergessen konnte und hatte. Jetzt hatte sie die Scheu überwunden, und obwohl sie sich diese Situation, den Hauch von Mut, zig und tausendfach ausgemalt hatte, hatte es niemals so geendet. Trotzdem war dies nur eindeutig ein wohlverdientes Ende. Die Karten wurden neu verteilt, und dennoch teilten sie nach wie vor nicht dieselbe Hand. Sie konnte und musste also mit dieser Sache abschließen, so wie er es ganz offensichtlich getan hatte. Mit diesem Gedanken erreichte sie die Tür. Sie kam jedoch nicht dazu, sie zu öffnen. Gerade als sich ihre Hände um die 2 eisernen Türknäufe legten, mit denen sich die beiden Flügel der Tür öffnen ließen, rief er ihren Namen. Oder eher den Namen, den sie noch bis vor 15 Jahren getragen hatte. »Granger, warte«, rief er erneut, als sie zwar innehielt, sich aber nicht zu ihm umwandte. Als sie dies schließlich tat, langsam und zögerlich, kam er gerade ebenso langsam und zögerlich die Stufen hinab. »Du bist mutiger als ich. Das bist du immer schon gewesen, und das wissen wir beide«, sagte er, während er auf sie zukam. Ein schwaches Lächeln bildete sich um seine Lippen, als er sich zu erinnern schien und in Richtung des Seitengangs blickte, in dem sie den Zuckerbass damals erlegt hatte.
und sie stimmte in sein Lächeln nicht ein. Ich will ehrlich sein. Ich weiß ebenso wenig, was ich wirklich gefühlt habe oder fühle. Und ja, manchmal ahne ich es, aber ich weiß nicht, ob das reicht. Nicht, weil ich mir absolut unsicher wäre, eher weil ich ein elender Feigling bin. Ein schiefes Grinsen zierte sein Gesicht und er wandte sich kurz ab, um sich wieder umzusehen. Offensichtlich suchte er in der Halle nach den richtigen Worten. Darüber hinaus bin ich ein verwitweter Feigling, der aus einer sehr traditionellen Familie und einer sehr altbackenen Gesellschaft stammt. Frage ich mich trotzdem, wo das hier enden könnte? Natürlich tue ich das. Ich fürchte aber, dass das hier kein gutes Ende nehmen. Stockend sah er sie an, offensichtlich abermals nach den richtigen Worten suchend. Dieses Mal tat er es aber, indem er mit sturmgrauen Augen tief und nahezu lächerlich verzweifelt in die ihren sah. Sie konnte den Feigling in seinen Augen sehen, sah, wie er gegen diesen anzukämpfen versuchte, sich über die Lippen leckte, über diese elenden Lippen. Also schoss sie vor. Angeblich war sie immerhin die mutigere von ihnen beiden. Und so gab sie dem Wahn, der mit dem Mut durch sie schoss, für eine winzige kleine Sekunde lang nach und ließ ihren rechten Absatz dabei versehentlich geräuschvoll über den steinernen Boden fahren. Das markerschütternde Quietschen, das kurz darauf durch die Halle hallte, war unerträglich, doch es scherte sie nicht. Der Mut war zurück. Mit dem Wahn hatte er sie übermannt und dieses Mal hatte sie nichts zu verlieren. Also tat sie das, was sie vor 15 verdammten Jahren hatte tun wollen. Sie küsste ihn, presste ihre Lippen auf die seinen und legte ihre Hände erst auf seine Schultern und dann um seinen Nacken, um sich an ihm hochzuziehen. Und nach einigen ersten Momenten des Schocks, der ihm spürbar durch den gesamten sehnigen Körper gefahren war, gab er nach, entspannte sich und legte seine Hände um ihre Hüften, die sie nur wenige Sekunden später an ihn zog. Und so verweilten sie, aneinander gepresst, nahezu von Kopf bis Fuß. Und es fühlte sich gut und richtig an, egal wie das bittere Ende auch aussehen mochte. Hier und jetzt war es ihr egal, und etwas in ihrem vernebelten Kopf sagte ihr, dass es ihr auch morgen noch egal sein würde. Wie es bei ihm und dem Feigling aussah, der er war, würde sich zeigen müssen. Auch das war ihr allerdings reichlich egal und könnte sie nicht weniger tangieren, denn die Zeit hatte ihn gezeichnet. Irgendwo in seinen Augen mochte noch der schlummern, der er einmal gewesen war. Allerdings wusste sie es besser. Wusste, dass die Jahre, in denen er sich für seine kranke und tolerante Frau gegen die Tradition seiner Familie gestellt hatte, ihn nicht nur gezeichnet, sondern auch wachsen hatte lassen. Die Frage war allerdings, wie sehr. Auch das würde sich zeigen müssen. Vielleicht morgen, vielleicht auch nie. Wieder hörte sie hinter ihren Schläfen das Biest lachen. Fühlte sich eine Sekunde in längst vergangene Zeiten versetzt, in eine längst vergangene Nacht, die ihr ganzes Leben auf den Kopf gestellt hatte. Dieses Mal scherte es sie jedoch nicht. Dieses Mal war da nämlich nichts, was sie verlieren konnte.